Was solltest du über das Tabellenbuch Metall wissen für deine Prüfung? Darüber sprechen wir in diesem Video. So, ich habe unseren Cheftrainer für HAKO Metall im Gespräch. Grüß dich, Tobi. Jo, hi Stefan, grüß dich. Tobi sitzt im Homeoffice, einige Kilometer entfernt, und wir machen das Ganze remote. Ihr habt gefragt, ob wir mal so zeigen können, was sind so die wichtigsten Seiten für eure HAKO-Prüfung mit dem Tabellenbuch Metall. Wir empfehlen ja ganz klar das von Europa. Und Tobi und ich werden das jetzt mal machen, euch ein bisschen was zeigen. Tobi, fang doch mal an. Du wolltest hier mal eine Information zu diesem Griffregister. Ich schalte das mal so ein bisschen die Kamera, zu diesem Griffmodul Ja, geben. Erzähl mal. genau. Also man sieht ja vorne direkt, ne, die, so diese einzelnen Buchstaben. Wenn wir uns das Ganze mal so genauer betrachten, fangen wir an mit einem M, sind wir im Bereich der technischen Mathematik. Also aufgrund der Tatsache, dass ihr dieses Tabellenbuch sowieso als angehender Industriemeister ausschließlich in der HAKO benutzt und nicht in der BQ, ist der Punkt einfach der, dass wir jetzt mal ganz stark davon ausgehen und das auch voraussetzen, dass der BQ-Inhalt sitzt in irgendeiner Art und Weise, dass ihr Sollte. mathematisch mittlerweile auf einem guten Stand seid, und wir da jetzt nicht so sehr drauf eingehen müssen, dann überspringen wir nämlich den Bereich Mathematik direkt mal, legen unseren Daumen mal aufs P und blättern einmal um sozusagen. Da haben wir nämlich direkt am Anfang so eine wirklich schöne Übersicht, wenn wir uns mal in den Bereich der technischen Physik einmal umschauen, ja. Ja, ich teile mal den Bildschirm, lass mich mal da hingehen. So, genau. Und wenn wir uns jetzt nämlich das Ganze an der Stelle mal von oben nach unten richtig schön anschauen, dann sehen wir doch hier, was uns dort im Bereich Physik alles erwartet. Wir haben Bewegung, konstante Bewegung, beschleunigte Bewegung. Hat man vielleicht schon das ein oder andere Mal in der IHK-Formelsammlung irgendwie gesehen? Wir machen weiter mit Kräften, ja? Also wenn wir irgendwo eine Kraft berechnen sollen, wir gehen in den Bereich Physik, wir gucken nach Kräften und haben im Grunde genommen schon, können wir so weitermachen, ne? Die gesamte Reihe runter bis runter zu Elektrotechnik. Letzten Endes ist genau diese Seite hier, naja, man kann schon fast sagen, eine Gliederung, so wie es auch in der IHK-Formelsammlung alles seinen Platz findet, Da mit wollte ich der ihr in der kurz BQ gearbeitet habt. drauf Ja. hinaus. Würdest du dem Prüfling eher empfehlen, zu sagen, arbeite mit dem kleinen blauen Heftchen oder lieber hier mit dem Tabellenbuch? Und wenn, warum? Tatsächlich würde ich sagen, ist es sinnvoller, wenn man mit einem Buch gut umgehen kann, als mit zwei nur so halbherzig. Jetzt ist natürlich die Sache so, in der BQ hat man überwiegend mit dieser Formelsammlung gearbeitet, ne? Man kennt die schon, die Seiten zum Üben von dem Ding sind schon abgegriffen, man weiß, wo muss man hin. Aber gerade im Bereich HQ, wenn die Aufgaben dann auch komplexer werden, stehen hier teilweise Formeln drin, die in der Formelsammlung so nicht existent sind. Daher meine Empfehlung, ganz klar, arbeitet mit dem Tabellenbuch, fangt vom ersten Moment damit an zu arbeiten und lernt einfach strukturiert, wo ihr hingreifen müsst. Ja, sucht nach den richtigen Schlagworten und dann seid ihr da auf dem guten Weg. Genau, zum Beispiel hier die Leistung, das Drehmoment mal Drehzahl durch 9550, das ist zum Beispiel auch so eine Formel. Die gab es mal in der IHK-Formelsammlung, aber vor echt vielen Jahren. Die ist schon lange raus. Das ist zum Beispiel sowas, was man dann nur in dem Tabellenbuch findet. Deswegen auf jeden Fall wichtig. Lass uns weiterschauen. Das heißt, technische Physik, das war eben die Seite 29 in unserem Buch. Das ist so eine schöne Übersicht. Wie geht's weiter? Was Genau. sagst du, ist noch wichtig zur Orientierung? Welche Physik. Seiten? Physik haben wir schon einmal durchgearbeitet. Machen wir doch einfach direkt mal mit diesem Griffregister weiter. Jetzt kommen wir nämlich in den Bereich Kommunikation. Es gab doch tatsächlich auch schon Aufgabenstellungen, wo es darum ging, eine Zeichnung zu ergänzen. Ich erinnere an den Frühjahr 24. Ja, da sollte man eine Schweißskizze machen für ein bestimmtes Bauteil. Alle Informationen, auch zum Schweißen, selbst wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, wie sieht so eine so eine Schweißnaht, wenn wir die bemaßen müssen oder wenn wir die darstellen müssen, wie sieht die überhaupt aus? Lass hier nochmal drauf eingehen, bevor wir weitergehen. Das hier finde ich auch ganz interessant. Systeme der Maßeintragung. Ne? Also hier, wenn man sich unsicher ist, wie soll man das bemaßen, wenn man es bemaßen muss. Man hat ja auch immer so viele Beispiele drin. Auch das ist echt ein schönes Beispiel, wo man das nochmal sehen kann. So, Da du kommen wolltest richtig. zum Schweißen und Löten gehen. Ne? Das war 121. Da gehen wir auf die Seite 121, genau. Und da finden wir doch
alle möglichen Angaben. Ja. Wir haben die verschiedenen Darstellungen der Nähte sogar gegeben, wie die in Zeichnungen eingetragen sind. Ja, im Grunde genommen alles, was wir brauchen, wenn wir irgendwie eine Zeichnung ergänzen sollen. Und einfach den Daumen aufs K legen, einmal aufblättern, schauen, was steht vorne drin in unserem Register dann unter im Bereich Kommunikation und da wären wir fündig. Sehr gut. Schnitt. Sollen wir jetzt auf Werkstoffe gehen? Jetzt machen wir direkt mit den Werkstoffen dann weiter, ja. Dann, Tobi, gehen wir mal im Register einen Schritt weiter. Wir gehen auf das Thema Werkstofftechnik. Wir haben jetzt die Pareto-Analyse zusammen gemacht, das Video dazu, die Prognose, und da war ja Werkstoff auch ein einzelner Punkt, und die haben ein komplettes Kapitel zum Thema Werkstofftechnik, ne? Hier haben wir genau dieses komplette Kapitel. Wo brauchen wir überall diese Informationen zur Werkstofftechnik? Es waren Aufgaben dabei, wo es um Faserverbundwerkstoffe geht. In welcher Matrix werden die Fasern eingelagert? Ja? Gucken wir unten Kunststoffe. Haben wir Übersicht. Duroplaste, Thermoplaste, Elastomere, all solche Dinge. So, dann geht es immer mal wieder darum, dass wir bezüglich unserer Schnittdatenberechnung, wenn wir jetzt bei der spanenden Fertigung sind, wenn wir im Bereich Hauptnutzungszeit berechnen, Antriebsleistung, all sowas, dass wir wissen müssen, wo holen wir denn überhaupt unsere Schnittgeschwindigkeit her? Ja, da Ja. brauchen wir irgendwie eine Zugfestigkeit, dann haben wir meistens irgendwie eine Zeichnung, wo eine Angabe ist mit dem entsprechenden Stahl, mit der Stahlsorte zum Beispiel. Und dann müssen wir halt fest, sattelfest sein im Bereich Werkstofftechnik und da hilft uns doch dieses Buch ungemein. Wir müssen mit Werkstoffnummern umgehen, weil ich sie da gerade sehe. Dann gehen wir in den Bereich Härten beispielsweise, ne? Also Warte, Wärmebehandlung. lass mal hier ein Beispiel geben. Ich habe es gerade rausgesucht, nur der zoomt hier nicht so, wie ich das will. So, mal ein Beispiel, dass was immer sieht, was du meinst, zum Beispiel unlegierter Baustahl, spanende Fertigung. Genau. Da haben wir die Stahlbezeichnung, hier sehen wir auch ganz gut die Zugfestigkeit und Streckgrenze. Genau, das kann man ja ablesen. Was uns übrigens aufgefallen ist, es macht durchaus Sinn, immer so ein aktuelles Tabellenbuch zu haben. Wenn du jetzt wirklich eins noch hast aus deiner Berufsausbildung, vielleicht aus dem Jahr 2008, das ist so an sich noch okay, aber diese Zahlen ändern sich ab und an. Oder auch die Seiten ändern sich. Das heißt, die Seite 141, die du jetzt bei uns siehst, das ist jetzt die 49. Auflage. Es muss nicht sein, dass das bei dir genauso aussieht. Und die Zahlen der Zugfestigkeit haben wir festgestellt in der Literatur, die aktualisieren sich mal. Ne? Also es macht immer Sinn, da ein relativ aktuelles Buch mit zur Prüfung zu nehmen. Wenn du jetzt eine Seite weitergehst, dann kommt so dieses allseits gefürchtete Eisenkohlenstoffzustandsdiagramm. Bezogen auf die Prüfung, gehen wir mal ganz kurz darauf ein, was passiert, was sollten wir definitiv kennen. Das ist so die sogenannte PSK-Linie, ne? Die liegt da bei 723 Grad Celsius. Wir PSK. und da hinten haben wir das K genau. Meistens ist ja irgendwie die Frage, beschreiben Sie den Prozess des Härtens, des Vergütens. Randschichthärten ist auch immer mal wieder mal eine Frage, wo man dann so verschiedene Temperaturbereiche darstellen muss. Und wenn wir da wissen, wie hoch der Kohlenstoffanteil in unserem Stahl dann vielleicht auch ist, wie dann die Gefügeveränderung dort stattfindet, in welchen Bereichen wir da sind, dann ist das gut. Guck mal, die finde ich ja ganz interessant, hier unten die mit dem Klü. Genau. Da haben wir dann nämlich auch nochmal alles Mögliche, was so relevant ist im Grunde genommen für die Wärmebehandlungsverfahren. Ne? Und wichtig ist eben, dass wir wissen, wo es steht. Und da ist halt meine Empfehlung immer und immer wieder, einfach sich auch mal in der Vorbereitung mal einen Tag Zeit nehmen, sich mal hinsetzen, von vorne bis hinten mal Seite für Seite durchblättern, gucken, welche Information ist denn hier für mich irgendwie relevant. Und Womit kann ich interessant, arbeiten? dass du das sagst, ne? Wenn wir uns das mal die nächste Seite angucken, ne? Und jemand hat so Schwierigkeiten, sich die Theorie zu merken, ne? Manchmal ist ja auch einfach dieses theoretische Wissen. Schaut mal hier. Hier ist sogar erklärt, was ein Einsatzhärten ist, was ein Nitrierhärten ist, was ein Vergüten ist. Also es steht ja sogar hier drin. Ganz genau. Wir gehen mal ins nächste Register, Maschinenelemente. Und hier sieht So. man ja auch immer sehr schön, allein schon in der Übersicht wieder, was es da alles gibt.
Aber Tobi, schieß mal los. Genau, wir haben hier Gewinde, ne? Schrauben, alle möglichen Arten von Schrauben. Also was heißt denn dieser Zusatz 8.8 bei so einer Zylinderschraube, was heißt der überhaupt? Können wir da rauslesen im Grunde, weil uns diese Informationen dort alle gegeben sind. Mir fällt da gerade direkt ein, so eine Frage zu einer Dehnschraube. Ja, auch Bestandteil mal einer Prüfung gewesen in dem Zusammenhang. Und alle Informationen, die wir zu dieser Dehnschraube brauchen, finden wir dort. Dann sollen wir da noch eine Zugfestigkeit berechnen. Da gehen wir dann wieder vor, zurück in die Physik. Muss man so ein bisschen gucken. Wie gesagt, man muss eben auch wissen, wo etwas steht. Machen wir weiter. Schrauben hatten wir. Was war jetzt so in letzter Zeit noch Thema? Ja, auch mal eine Laufleistung, eine Laufzeit von einem Lager ermitteln. Wenn wir jetzt ganz unten beim Punkt sind, Wälzlager haben wir da, ne? Dahingehend auch interessant, wie sind die Lager eigentlich dargestellt, Gehen wir mal zeichnungstechnisch? rein, genau. Genau, wenn wir dann oben nämlich diese Seite gleich mal sehen, dann sehen wir viele verschiedene Lager. Welches Lager ist denn jetzt, wenn wir wieder im Bereich Montage, Demontage auch sind, welches ist denn hier überhaupt verbaut? Habe ich ein Rillenkugellager? Habe ich ein Zylinderrollenlager? Habe ich vielleicht ein Kegelrollenlager irgendwo mit in meiner Baugruppe da drin? Hat dann. Kommt in der Prüfung eigentlich irgendwas mit Konstruktion, dass man gefragt wird, hör mal, du hast hier eine radiale Belastung? Bla bla bla, welches Lager würden Sie empfehlen? Kommt sowas? Habe ich persönlich jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Okay, aber. Mir fällt spontan eine Aufgabe ein, wo man wirklich die Laufzeitdauer eines oder von den Rillenkugellagern berechnen musste. Und da finden wir aber tatsächlich in dem Zusammenhang auch in dem Bereich unsere Informationen. Ihr findet in der Formelsammlung immer wieder bei solchen Tabellen hier so eine Spalte Anwendung, wo irgendwas steht. Also allein in eurem Tabellenbuch stehen so viele Beispiele, dass man einfach so abschreiben kann oder wenn man es nicht mehr weiß, man guckt da rein. Also das ist ziemlich cool. Genau. Lass mal weitergehen. Fertigungstechnik, da wird es jetzt wieder cool. Jetzt kommen wir natürlich in den spannenden Bereich. Jetzt fangen wir mal direkt hier oben an. Prüfmittel-Messergebnis jetzt vielleicht noch nicht so interessant, aber auch für den Bereich Orga. Na, Ishikawa. obwohl, Ishikawa-Diagramm, gut, dann möchte ich meine Aussage gerade mal zurücknehmen. Kann man irgendwie immer mal wieder mitrechnen, dass sowas mal drankommt? Definitiv. Nehmen wir ruhig mit, ne? Ishikawa-Diagramm, eines der gefühlt am häufigsten und beliebtesten Fragen auch im Fachgespräch dann, aber nehmen wir erstmal so dahin, dass auch das tatsächlich im Tabellenbuch steht. Ja, Ja, also auch für den Bereich Orga sind wir da gut aufgestellt. lass mich mal weitermachen, weil das kommt echt genau mein Thema. Wir gehen mal hier gucken, was haben wir hier? Das ganze Thema Prüfmittelfähigkeit, Prozess- und Maschinenfähigkeitsuntersuchung hast du hier. Kennst du eigentlich aus der NTG-Prüfung, aus der BEKO, beziehungsweise kommt auch ein QM in der HAKO. Und jetzt kommt es hier nochmal, das ist reine Theorie. Guck mal, diese Seite, Leute, hier. 290, reines QM, das ist reines Theoriethema. Ihr habt irgendeine Frage zur ISO 9001, das hier ist die ISO 9001, steht hier. Ja? Da unten Leitfaden. Wir gehen mal weiter gucken. Umweltmanagement, das ist zum Thema AOG, Arbeitssicherheit, Umwelt, Gesundheitsschutz. Auch hier können Fragen kommen. Genau. Das kann man sich so reinziehen. Also da kann man so viel ablesen. Und gehen wir nochmal weiter. Hier haben wir nochmal was zum Qualitätsregelkreis. Wenn du nicht mehr weißt, was eine 100% Prüfung, auch sowas steht hier drin. Ziemlich, ziemlich cool. Ich gucke hier rein, ob es noch was Interessantes gibt für den Orga-Teil. Nee, aber die 296 wollen wir uns mal anschauen. Prozessregelkarte kann vorkommen. Ja. Was habe ich hier gerade noch entdeckt? Maschinenrichtlinien. Das ist doch Arbeitssicherheit, Maschinenrichtlinien, oder? Ja, genau. Ja, guck mal. Also Also. wir haben genommen hier eine CE-Erklärung, ne? CE-Kennzeichnung. Wenn wir einfach mal darauf eingehen, wir haben ja fast alles. Ja, ist alles drin. Dann machen wir weiter. Also CE-Kennzeichnung auf der Seite 300, genau, da sind wir gerade. Jetzt haben wir da unten Maßnahmen zur Gefahrenabwendung. Ja,
Risiken ermitteln, Gefahren beseitigen oder minimieren, Schutzmaßnahmen ergreifen, Tobi, Anwender über Gefahren unterrichten. Prüfungsfrage. Nennen Sie vier Schritte Ja. bei der Maßnahme zur Gefahrenabwendung. Ey, da will ich einfach die vier Genau. Dinge abschreiben. Geht man hin, schreibt das ab. Oder rechts das Klassisch. Kästchen wieder hier, ne? Sicherheitsstandards. Ja. Kannst du so nehmen. Also, man muss aber tatsächlich im Vorfeld einfach wissen, wo es steht. Ja. Ne? Und jetzt, wenn wir uns das hier mal angucken, da das rote Kästchen und die drei grünen darunter, ja, dann fällt uns doch eigentlich auf, je nachdem, wie gut man das in der Vorbereitung auch besprochen hat, ist doch das klassische Stopp-Prinzip. Das würde ich übrigens nicht empfehlen, was wir jetzt zeigen. Jetzt kommt ein großer Orga-Teil. Guck mal. Fertigungskosten, Sondereinzelkosten der Fertigung, Herstellkosten. Ernst gemeinter Rat, auch wenn das hier drin steht, mach bitte die Orga-Aufgaben mit deinem kleinen blauen IHK-Heftchen. Hier, nächste Seite, Maschinenstundensatzrechnung. Ist hier drin, würde ich dir nicht empfehlen, das damit zu machen. Ich habe es nie geprüft, ob es passt, aber mach's mit deiner kleinen blauen Formsammlung. Was aber jetzt wieder interessant ist, das ist wieder ein Thema für dich hier, Wartung, Inspektion. Immer wieder Thema war. So verschiedene Begriffe, auch mal die Maßnahmen hier, Instandhaltungsmaßnahmen mal aufzuschreiben. Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Optimierung nennen wir es. Hier steht es noch als Verbesserung drin. Ja, also dazu muss man jetzt, glaube ich, an der Stelle zum aktuellen Zeitpunkt, so kurz vor der Prüfung, hoffentlich nicht mehr so viel sagen. Da dürften die meisten fit sein. Und wir können alles davon ablesen. Hier unten, wenn da mal gefragt ist nach irgendwelchen Begriffen aus der Instandhaltung, wichtige Begriffe, jetzt haben wir da unten MTTF, Weißt du, was mich dann schreibt. ärgert? Das finde ich nicht gut. Es gibt zwei Instandhaltungskennzahlen, die jeder Instandhalter kennen sollte. Ich mache nochmal gerade den Bildschirm groß. Sekunde. Die zwei Kennzahlen heißen MTBF und MTTR. Und solltest du Instandhalter sein in deiner Firma, solltest du die Zahlen kennen. Wenn du sie nicht kennst, dann sollten alle Alarmglocken klingeln bei euch in der Firma. MTBF, Mean Time Between Failure, die mittlere Ausfallzeit. Wie lange dauert es, bis ein Teil wieder ausfällt? Und MTTR, das ist die zweite, Mean Time to Repair. Wenn die Maschine ausfällt, wie lange dauert es, bis sie wieder aktiv ist? Ist leider nicht im Tabellenbuch drin. Das ärgert mich. Da ist eine andere Zahl, die gucken wir uns jetzt nochmal an. Aber das sind so die zwei gottgegebenen Instandhaltungskennzahlen, die übrigens auch in sehr großen Stahlkonzernen nicht bekannt sind. Nur mal by the way. Ich bin schon ein bisschen weitergegangen zum Thema Hauptnutzungszeit. Das fängt hier an ab 334. Genau, da wollten wir nämlich gerade hin. Also ist ganz sinnvoll. Auf dem Weg dahin sehen wir schon immer, wenn wir hier durchblättern. Jetzt sind wir hier beim Drehen. Einmal mit konstanter Drehzahl. Ich glaube, davor oder danach dürften wir dann die konstante Schnittgeschwindigkeit finden. Genau, beide auf der Seite 335. Auf den Seiten zuvor hatten wir zum Thema Drehen jetzt schon mal zumindest die ganzen Schnittdaten. Haben wir vorhin angesprochen, warum es wichtig ist, es sich auch in den Werkstoffen auszukennen. Wenn wir jetzt mal auf die 37 gehen, 337 an der Stelle, dann ja, erstellen Sie eine Fertigungsplanung für das Fräsverfahren, das so und so. Und jetzt gucken wir mal, was machen wir denn im ersten Schritt? Ja, wir bestimmen erstmal die Hauptanwendungsgruppe anhand des Werkstoffes. Unser Werkstoff ist einer Gruppe zuzuordnen. Da gehen wir dann da oben, haben wir den Direktvermerk zur Seite 319 und gucken uns doch mal an, in welcher Werkstoffgruppe wir da unterwegs sind. 19. So, da haben wir sie doch alle. Alle schön untereinander aufgegliedert. Wir haben da unten haben wir die Stähle, dann haben wir harte Werkstoffe. Überwiegend wird es irgendwie ein Aluminium sein oder eben ein Stahl, den wir da bearbeiten müssen. Sind wir doch, gerade wenn es um die Fertigungsplanung geht, gut aufgestellt. Dann Bestimmung des Fräsverfahrens und des Werkzeuges. Gut, in der Regel ist das so, dass uns zumindest ein Werkzeug irgendwie angegeben ist. Da wird dann nochmal gesagt, hier, Sie haben einen Messerkopf mit Hartmetall-Wendeschneidplatten oder sowas. Ne? Ja. Ansonsten, wenn wir hier weiter gucken, Alles Hauptnutzungszeit, das ist easy genau, machbar. Plattengeometrie ist dahingehend auch nicht so gefragt. Auch Finden Hauptnutzungszeit wir. Schleifen habe ich gerade gefunden. Genau, Ja. finden wir dann auch. Fräsen brauchen wir jetzt, haben wir genau die gleiche Auswahl wie beim Drehen, ne? Also auch alles in Fülle gegeben. Ich zeig dir noch was, habe ich auch gerade gesehen. Hauptnutzungszeit beim
abtragen. Jo, darum haben wir sie. L durch VF. Pumpenerosive schneiden. Können wir wieder genau das gleiche Thema aufgreifen wie beim letzten Video, wo wir schon mal das Thema angesprochen hatten mit dem Brennschneiden. TH gleich L durch VF. Ja, wenn wir uns jetzt mal die Legende angucken, wir haben einen Weg mit L, VF, eine Geschwindigkeit und jetzt wollen wir eine Zeit errechnen. Ja, da sind wir in der Basis NTG unterwegs. V gleich S durch T. Ja. Stellen wir das um, dann steht da T gleich V durch S und schon können wir unseren Weg, also unsere Zeit über den Weg und die Geschwindigkeit berechnen. Sollte man wissen, selbst wenn nicht, dann steht es hier drin. Und dann könnte so eine Frage kommen und dann sitzt du auf dem Schlauch und die heißt dann irgendwas mit additiver Fertigung. Und dann sagst du, was ist das denn? Das habe ich ja in meiner Schule noch nie gehört. Und dann guckst du in dein Tabellenbuch und dann, was steht da oben? Additive Fertigung. Guck mal hier. Dann steht da additive Fertigung, ganz genau. Und dann können wir ablesen, was passiert denn da eigentlich? Rapid Prototyping. Ja, im Grunde genommen der 3D-Druck für Große könnten wir jetzt mal nennen. Wir sind jetzt hier schon 400 Seiten durchgegangen, ne? Und jetzt haben wir allein nur durch diese paar Minuten schon gesehen, was hier alles drin ist. Also es ist einfach, Leute, beschäftigt euch bitte mit eurem Tabellenbuch. Ihr solltet, ich meine das wortwörtlich, mal jede Seite mal geblättert haben. Blättert da mal durch, dass ihr einfach mal wisst, stell dir vor, du buchst ein Ferienhaus, willst Urlaub machen. Du gehst in die Küche, da sind ganz viele Schränke. Du machst ja auch mal die Schränke auf, um zu gucken, was ist denn da drin? Sind da Töpfe drin, Pfannen drin? Könnte ich heute kochen, grillen, braten, was auch immer? Und das ist auch hier mit deinem Tabellenbuch. Geh mal rein, blätter mal durch, damit du weißt, was gibt es denn da so? Genau. Das Thema Schweißen gerade gesehen hier. Schweißen, das war auch jetzt in der Prüfung mal gewesen. Da haben sie alle im Strahl abbrochen. Ne? Oh, Schweißen kommt da. Ja, es geht weiter. Arbeits- und Umweltschutz. Weil hier hast du auch, wenn du so Beispiele brauchst, Quetschgefahr, scharfe Kanten, Vibrationen, reizt die Haut, keine Ahnung, da stehen so viele Dinge drin. Wir gehen mal weiter. Was haben wir hier? Wirkung von Gefahrstoffen auf den menschlichen Organismus. Reine Theorie, cool, aber steht ja drin. Die Gefahrstoffverordnung im Grunde genommen, ne? Haben wir oben dicke Überschrift, Schutz vor Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz. Und dann holen wir uns da die Informationen, die wir vielleicht brauchen. Jedes einzelne Piktogramm, sämtliche H-Sätze, sämtliche P-Sätze, die wir hier alle rauslesen können. Wir kriegen irgendwo einen Auszug aus einem Sicherheitsdatenblatt. Will ich nicht abstreiten, dass sowas vielleicht mal vorkommt, gerade im Bereich der Gefahrstoffe. Ja, dann liest du da deine H- und P-Sätze raus und musst vielleicht anhand dessen irgendwie drüber nachdenken, wie du vorgehst bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung jetzt zu dem Stoff, den du da hast. Sicherheitsverbotszeichen, also alles, was im Bereich Piktogramme irgendwie existent ist, finden wir hier schon. Genau. Lass uns mal in den letzten Abschnitt gehen. Wir gehen mal an die 433, Automatisierungstechnik. Was gibt es denn da Interessantes für die Metaller? Ich glaube, Hydraulik-Pneumatik tatsächlich. Da würde ich auf die Schaltzeichen mal so ein bisschen verweisen wollen an der Stelle einfach, weil kann ja durchaus mal vorkommen, dass man so eine Zeichnung einer hydraulischen oder pneumatischen Schaltung vorgelegt kriegt und man dann auch mal... Und dann siehst du so ein Ding hier und weißt nicht, was es ist. Genau. Wie läuft denn jetzt, also von wo nach wo ist denn jetzt der Fluss? Wie sind jetzt die Bewegungsabläufe im Inneren, die Strömungsrichtungen, wie strömt was wohin, welcher Zylinder fährt wann wie aus? Wenn man aber die Schaltzeichen kennt und einigermaßen interpretieren kann, dann ist das doch gut. Und wenn man die hier alle irgendwie aufgelistet hat, umso besser. Man muss eben wieder wissen, wo steht. Ne? Hier auf der Nebenseite haben wir so 5-2-Wegeventil. Ich hatte früher einen Ausbilder, der hatte immer gesagt, 4-3-Wegeventil. Der hatte das gar nicht. 4-3-Wegeventil. Ja, viele legen halt einen Wert auf diesen Strich. Ne? 5-2-Wegeventil können wir mit dazu nehmen. Genau. Ja, im Grunde genommen war es das zum Tabellenbuch. Und wenn man sich im Vorfeld mit auseinandersetzt und man schon mal zumindest gesehen hat, wo welche Informationen stehen, fällt einem das Ganze in der Prüfung dann auch leichter. Genau. Und damit wäre es alles.
Denkt dran, das kleine dürft ihr nicht benutzen. Ihr bekommt das kleine von der IHK. Das hier empfehlen wir euch. Und wir tun es uns natürlich schwer, jetzt euch zu sagen, genau, ihr müsst Seite 17, 44, 45, 87, 122 wissen. Es kommt so ein bisschen auf die Prüfung an, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck gegeben, was das Ding alles kann. Da steht sau viel drin. Bitte beschäftigt euch mit dieser Formelsammlung, Tabellenbuch ist es ganz, ganz wichtig. Jo, Tobi, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Und an die Zuschauer, viel Erfolg für die Prüfung. Bis zum nächsten Video. Ciao.